Jo, moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme Dream Fever. Wir haben ja hier letztes Mal den Bau vollendet. Ich speichere nochmal kurz. Damit wir auch keine Daten verloren. Damit auch keine Daten verloren gehen. Und wir haben ja gesagt, dass wir jetzt heute die Züge draufsetzen. Jetzt ist bloß die Frage, wo haben wir denn hier ein Depot? Stimmt, das haben wir da, glaube ich, abgerissen. Soweit ich mich erinnere. Jetzt ist die Frage, wo setzen wir denn jetzt hier Neues? Sollen wir das mal da hinten machen? Oh, da haben sie schon gebaut. Das müssen wir jetzt natürlich leider abreißen. Tut mir ja furchtbar leid. Aber hier wird jetzt erstmal nichts gebaut, danke. Und ja, wir setzen jetzt einfach mal ein Depot hier hin. Wir müssen eine neue Linie machen. Aber ich habe meine Ladezeit noch gar nicht rausgeholt. Wir wollen von hier nach hier. Und zwar genau dahin. Weil die andere startet ja von da, genau. Und hier möchte ich bitte von hier dann. Genau. So, das wäre die Linie. Zug. Wittlich. Als Leben. Gottes Willen, als Leben, Ehre. Die Farbe gefällt mir jetzt nicht so, aber jo. Ich habe gesehen, der ICE ist noch gar nicht da. Das ist alles, was wir da haben. Was haben wir denn an Passagierwägen da? Auch nicht wirklich viel. Jo, 120 fährt er bloß. Kostet 600.000 Passagiere. Was haben wir denn an Loks schon freigeschaltet? Wir hätten diese hier freigeschaltet. Aber was für Wägen? Nochmal die? Oder dann doch lieber die Silberlinge? Aber da könnten wir eigentlich auch eine andere Lok dazu nehmen. Wie zum Beispiel... haben wir gar keine. Ja, so eine Ludel. Oh, die kostet aber einiges. Dann nehmen wir lieber so eine. Und packen da dann die Silberlinge davor. Das sieht dann zwar richtig scheiße aus. Ja, komm, wir machen es einfach. Und packen dann da die Silberlinge da davor. So. Das ist Zug Wittlich als Leben. Gehen wir mal auf Play und fahren dann mal eine Runde mit. Ich möchte gucken, ob auch alles in Ordnung ist. Ob da nicht irgendwo wieder so diese Bremsfehler ist. Vom Spiel. Erst mal richtig hinhocken. Ah, so. Jetzt. Ja gut, der Zug ist jetzt natürlich ein bisschen kurz für den Bahnhof. Aber das ist natürlich am Anfang immer so. Gehen die Türen wieder zu. Los geht's.
Dann fahren wir doch mal eine Runde mit. So, wir haben Langsamfahrt mit Nächter Feierfahrt. Ist ja wunderbar. Geht's hier über das. Ja gut, Viadukt kann man ja nicht sagen, über die Brücke. Oh, da müssen wir noch ein paar Bäume da unten entfernen, damit die nicht so in die Pfeiler ragen, weil das sieht nicht schön aus. So, jetzt geht sie hier in den Tunnel rein. Oh, hier müssen wir auch noch was machen. Also, er kommt auf jeden Fall auf seine 160 Stundenkilometer. Ist die Frage, wenn wir danach ein ICE draufsetzen, ob der auf seine, wie schnell der fährt. Also, ob der über die 200 kommt. Ich habe keine Ahnung. Wann bremst denn der ab? Okay, kurz vor dem Tunnel bremst er ab. Und kommt dann hier unten wieder raus. Das, so lang ist die Strecke eigentlich gar nicht, wie gedacht. Geht eigentlich recht schnell. 3 Minuten. Ja, gut, die Kombi passt jetzt wie gesagt nicht so ganz. Aber mich wundert's, dass die S-Bahn-Lok schon freigegeben oder freigeschalten ist und die Wägen halt nicht. Das wundert mich ein bisschen. Ja, fahren wir auch mal noch einmal zurück und gucken wir mal, wie die Beschleunigung da ist, den Berg hoch. Oder besser gesagt, den, ja, die, ja gut, Passstraße kann man ja nicht unbedingt sagen. Da geht es dann doch schon einiges schwerer und langsamer hoch. Wenn hier dann noch die Stadt ein bisschen ausbaut. Ja, sieht schon nicht schlecht aus. Mal gucken, wie weit sie baut. Ah doch, der Zug beschleunigt schon recht gut, auch wenn es den Berg hoch geht. Naja, hier müssen wir noch was machen. Die Zacken gefallen mir gar nicht. Und ich würde hier gerne am höchsten Punkt. Der liegt etwa. Wo liegt denn der Höhepunkt? Der liegt hier in etwa. Der liegt, glaube ich, genau hier bei den Pfosten. Mal gucken, wir haben ja irgendwelche Schilder da. Ob wir das nicht irgendwie signalisieren können. Nee, haben wir noch nicht. Schade. Wir könnten hier eine Leuchte aufstellen. Hier am höchsten Punkt. Warum? Keine Ahnung. So. Wunderbar, der fährt da wieder los. Der hat schon 9 Passagiere dabei. Okay. Ottweiler Wittlich, hier hat er noch keine. Können wir hier noch ein bisschen die Straße ausbauen? Oh je, da ist die Steigung zu groß. Dann müssen wir das noch kurz abreißen. Wie sieht's ab hier aus? Nicht möglich. So.
So wäre es möglich. Das sieht schon krass aus. Könnten wir aber. Halt. Könnten wir ja zuvor noch hier so eine kleine Straße hier durchführen. Und dann die oben rüber. Oh, man muss immer von oben anfangen. Hä? Das geht's nicht mehr, oder was? Nicht genügend Platz. Um da jetzt eine Brücke drüber zu machen, oder was? Lass mich jetzt verarschen. Und ohne die, und ohne die geht's dann wieder, oder was? Hallo? Wieso geht das jetzt nicht mehr? Aha. Okay. Wasserversuch 2. Müssen hier raus und da rein. Terrain-Angleichung nicht möglich. Da oben, oder was? Oh je. Die mit deiner du mit deiner blöden Terrain-Angleichung. Ah. Geht's jetzt? Yay, und dann machen wir da, wo ist die, Alter! What? Nö, so will ich's nicht. Hey, warum geht die jetzt so? The fuck einfach. Nö, immer noch nicht möglich. Die Terrain-Angleichung ist nicht möglich. Okay. Wenn ich dir jetzt hier so ein Protest gebe, also so was ähnliches, dass du da deine Brücke anfangen kannst. Wie wär's damit? So in etwa. Jetzt ist da schon wieder diese Straße. Immer noch nicht. Ja, wieso denn? So. Terrain-Angleichung nicht möglich. Lass mich eigentlich verarschen, Alter. Jetzt habe ich alles abgerissen. Junge, könnt ihr mal aufhören, diese verfickte Straße zu bauen? Jetzt! Okay, warum es auch immer jetzt hier diesen Hubbel reinmacht. So sieht's besser aus. So, und dann machen wir... Ne, dann machen wir schon die. Mein Gott, das war jetzt aber eine Geburt. Meine Güte, aber sieht schön aus. Ist noch keine Bäume weg. Da ist die Industrie. Dann können wir ja hier die Straße noch anschließen.
das hier abreißen. Hallo? Alter. Jetzt ist hier die Terra-Angleichung auch nicht möglich. Du gehst mal wieder hier ganz runter. Ja. Und da geht's dann auch wieder rein. Kollision. Wunderbar. Jetzt haben wir ja das schon mal gemacht. Dann müssen wir das hier leider nochmal abreißen. Tut mir furchtbar leid, aber... wir müssen ja die Stadt ein bisschen gestalten. Und da gehört halt ein Abriss auch dazu. Alter! Ich hasse es. Terra-Angleichung. Alter. Kannst du mir mal ganz gediegen an dem Sack lutschen. Mach's doch einfach. Danke. Jetzt machen wir das weg. Weil jetzt müsste er... Oh Gott, das will... Weil jetzt müsste die Terrain-Gleichung ja eigentlich möglich sein. Machen wir mal so. So. Wunderbar. Mal dumm gedacht. Geht hier eine Brücke drüber? Macht er nicht, oder? Nö. Schade eigentlich. Das ist immer zu niedrig. Da wären wir eigentlich zu hoch. Das würde ich hier echt nicht machen. Okay. Ja, könnten wir Bauer eigentlich mal so lassen. Sieht ja mal gar nicht mal so schlecht aus. Und dann würde es ja von... Oh. Dann würde es ja von hier weitergehen. Ah, da müssen wir wahrscheinlich leider hier die Kreuzung abreißen. Und die zwei Hochhäuser hier abreißen. Tut mir ja furchtbar leid. Na, wir müssen hier rüber. Ja, einmal hier so rüber. Ich glaube, da fangen wir noch an, schnell. So, die Gebäude weg. Jetzt mal gucken, ob wo wir können. Nicht genügend Platz. Kollision. Okay, so weit drüben, das ist ein bisschen arg weit. Obwohl...
Wir könnten natürlich auch, jetzt passt mal auf, das hier abreißen, das hier wieder hinmachen und dann hier hinten Bahnübergang machen. Also dann etwa in etwa hier. In etwa hier. Mit 100. So. Das wäre perfekt. Und mit 100, jawohl, jawohl, jawohl. Geht dann hier auch ganz knapp vorbei, da müssen wir dann noch Schallschutzwände aufbauen. Ja, mit 100 und hier mit 85, ja, lassen wir mal schnell. So. Und dann machen wir mit 100 hier wieder die Kurve back. Weil wir müssen ja da nach drüben.